Anfang Sommer letzten Jahres hat mich mein Freund Max besucht, um mit mir Urlaub in den Alpen zu machen. Da Angeln natürlich nie zu kurz kommen darf, habe ich im Internet recherchiert, wo man gut Urlaub machen kann, aber auch Zugang zu einer Menge Gewässer hat und bin dann auf das Hotel Beurup gestoßen. Der Plan war, am ersten Tag unseres Urlaubs an den wunderschönen Quellbächen zu fischen. Da dort aber leider Hochwasser war, sind wir ganz spontan an einen kleinen Bergsee gefahren. Neue Sachen auszuprobieren kann ja oft in die Hose gehen. Wir hatten aber Glück und sollten eine Fischerei der Extraklasse erleben. Okay, was ist die Story jetzt? Was ist die riesige große Kescher? Schon echt krasser Fisch, oder? Schon echt gestoppt. Nein, das ist eine sehr große Esche. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt noch. Boah! Boah! Hammerfisch. Leider, könnt ihr sie spotten? Eins, zwei, drei. Also natürlich bist du hübsch, aber guckt dir mal bitte. What if you? Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hinfilmen soll. Guckt euch das mal an. Ist das nicht einfach nur toll? Und die echten Grüßen hier rum? Ich bin crazy. Crazy Malaysi. Heute, wie ihr vorher schon gehört habt, Stillgewässer, wegen Hochwasser überall. Sogar das Stillgewässer ist trüb. Aber ist, nachdem es eben gerade die letzten vier Stunden nicht geregnet hat und die Quelle so nah ist, sind die Einläufe sehr, sehr klar. Eschen haben natürlich den ganzen Tag Hunger, stellen sich natürlich dann hin, wo sie Nahrung sehen. Das heißt, die Einläufe sind jetzt eigentlich viel konzentrierter mit Fisch, also eigentlich super für uns. Und es ist einfach heftig, wie die hier rumcruisen. Es ist einfach unnormal. Und weißt ihr, wisst ihr, was ihr wisst? Wisst ihr, was ihr... Sagst du einfach, was dein Ziel ist. Mein Ziel? Erster Wurf Eschen-PB. Genau, das ist nämlich gar nicht mal so unwahrscheinlich, weil Max liegt bei... 38, dreimal. Und zwar schon dreimal. Und ihr wisst nicht, wie viel Geld wir schon für Max investiert haben, damit er mal eine 40er Esche fängt. Ja. Und jetzt klappt's. Ich denke auch. Das müsste klappen. Sieht so gut aus. Okay, Max, wir wollten 40. Was haben wir? 14. Zeig sie doch mal her. Zappelig, die Kleine. Aber ist eine Esche. Der erste Eschenfisch für mich aus Österreich. Geil. Ey, ich bin echt gespannt, ob du es irgendwann mal schaffst. Sieh's ab. Tschüssi, kleine Maus. Tschüssi. Okay, Leute. Typische Hard Fishing Bavaria Fischer Aktion. Wir kommen an, sehen Eschen, sind Hype. Fangen sie beim ersten Wurf nicht, sind Depri, machen 10 Würfe, fangen eine, sind wieder Hype. Ganz typisch. Richtig schöne Esche. Bitte um Kescher rum. Und ich würde sagen, die erste 40 ist am Start, oder? Auf jeden Fall ist das eine richtig schöne Esche. Lol. Herrlicher Fisch. Leute, da ist sie, die erste. Ich glaube, die ist extrem lang. Ich glaube, viel länger, als man denkt. Sie ist halt super dünn. Und von der Farbe her ist, glaube ich, so die grauste Esche, die ich hier gefangen habe. Sie hat sich echt im Hochwasser hier angepasst, würde ich sagen. In der Tat. Also echt super lang. Würde ich sagen, auch ein Weibchen und eine kleine Fahne. Aber trotzdem, die Fahne ist sogar weiß. Ja, aber trotzdem echt eine schöne Esche. Leute, ihr wisst nicht, wie kalt dieses Wasser ist. Unfassbar. Ich glaube, 4 Grad oder so. Aber schön, erster Fisch. Ist geil. Nice. Bam! Es ist wirklich, ich habe es ja vorher gerade schon erzählt, es ist wirklich einfach krass, wie wir hier mittlerweile so drauf sind. Ne? Es ist ja wirklich so, dass wir uns gar nicht auf irgendwas einlassen. Wir waren noch mal zusammen so Döbel-Karfen-Grundangeln. Haben wirklich nach 3 Minuten, ne, als die Routen draußen waren, gesagt, hier wird gar nichts funktionieren. Hey, das war die Endstufe. Das war richtig hart. Ja, und aber... Dann beim Einpacken hat ein Döbel gebissen und danach haben wir auch noch 3 gefangen. Ja, und jetzt erzählen wir euch mal, wie die gefangen haben. Hier sind so lauter kleine Einläufe, also so ein richtig schönes Flussdelta ist das. Und wie gesagt, die Eschen stellen sich gerade hier rein, um Futter zu suchen. Und wir greifen sie halt dabei perfekt ab. Aua, da war richtig guter Stieg, Leute. Und Maxline ist voll am, also voll in. Wir werden jetzt probieren, hier die ein oder andere noch rauszuziehen. Das ist wirklich wie so eine Mondlandschaft hier unten, ne? Dieses halb ausgetrocknete Delta. Ich bin aber so fasziniert von diesem See. Wir haben ja mal wieder natürlich keine perfekten Bedingungen. Es ist ja trüb und so. Und trotzdem so schön, ey. Das ist wirklich, hier ist es an solchen Gewässern wirklich mal nebensächlich, was man fängt. Hauptsache man fängt irgendwas, damit man so das Gefühl am Tag hat und aber einfach auch wirklich deutlich genießen. Man soll da nicht die ganze Zeit so fischgeil sein. Das macht irgendwie manche Tage auch kaputt. Was ich euch jetzt zeige, sind noch weitere Bewohner
dieses wunderschönen Eldorados. Die sind auch schon ziemlich bekannt auf vielen Instagram-Fotos von Leuten, die hier angeln. Auch echt spannend einfach. Liegen da einfach so Kühe. Schon auch irgendwie geil, oder? Die sehen so richtig aus, als würde die das so komplett gar nicht interessieren, was wir hier machen. Als wenn wir so ein bisschen. Die gucken echt so, als wenn man so minderwertig. Und was macht man hier eigentlich? Die sehen so entspannt und gechillt aus. Ey. Schon cool. Und da kommt ein Wasserfall runter. Also ich bin wirklich, wirklich hyped, ey. Da hat er eine. Da hat er eine. Ach Leute. Ich finde dieses Angeln gerade echt weird. Ich mache so ganz leichte Zucks wie so ein Insekten und ziehe die Nymphe hier so ran und warte echt einfach nur darauf, dass der Eschenbiss kommt, dann haue ich ganz leicht an, damit sie nicht ausschlitzt und so fangen wir die hier. Ist echt eine weirde Angelei. Komplett weird. Die nächste Rinne, der nächste Fisch gespottet. Wieder mal eine echt gute Esche. Richtig geiler Fisch. Da könnt ihr ihn sehen. Okay, hol sie dir, Maxlein. Okay, sie frisst auf jeden Fall. Ja, das sieht gut aus, sieht gut aus. Hat ihn noch, hat ihn noch. Sie hat ihn, Max. Du brauchst eine straffe Schnur. Okay, Leute, heute kommt viel GoPro zum Einsatz, weil diese Kamera einfach wasserdicht ist. Seht ihr da die Esche? Zeig's euch mal. Da steht eine Esche drin. Ich hab die vorher schon angefischt, einmal verloren. Vielleicht kriegst du jetzt. Oh nein, jetzt hat diese Kleine daneben gestellt. Und die Kleinen sind immer so räuberisch. Diese fucking Nymphen. Der war ein bisschen zu nah. Und die Kleine direkt drauf. Aber die Große ist gar nicht schlecht. Der war auch wieder zu nah. So, der nächste, den setze ich gut. So, Leute. Hier hat auf jeden Fall keine 50. Aber die sind mal richtig gesund aus. Ja, in meinen Beinen drin. Ah, guckt es euch mal an hier. Ein hübscher Max. Ja, 50. Leute, ich wollte gerade Fliege wechseln. Hab meine Hute einfach stehen lassen am Grund. Leute, ihr wisst, es läuft gut, wenn Max sich einfach null gerade für meinen Fisch interessiert. Guckt ihn euch an, er angelt einfach gerade selbst. Dieser Egoist. Ich finde, er sollte einen Instagram-Account haben mit Egoist Max. Ich weiß nicht, wer den verstanden hat, aber ich glaube ein paar. Leute, da ist wieder mal so eine Ende 30er. Schon geil. Leute, wisst ihr, was lustig ist? Ich glaube, es ist halt einfach teures Angeln hier, das muss man einfach ehrlich zugeben. Das ist nicht so wie Brandenburg. Ich glaube, wir zahlen hier 120 oder ein bisschen mehr sogar für die Tageskarte. Und was krass ist, ey, es pieselt jetzt so ganz leicht. So. Und uns als Hechtler genügt das so gar nicht. Aber alle Menschen, die gerade über 100 Euro für eine Tageskarte ausgegeben haben, ich glaube 10 Angler, einfach abgehauen jetzt bei dem Regen. Da frage ich mich wirklich, was los mit euch ist. Und wir fischen weiter, einfach Regenjacke auf, dann ist die gar nichts. Und auch ansonsten sind Sommerfan, also. Was will man denn eigentlich? Ist doch warm. Und wir fischen weiter und fangen große Fische, ey. Guckt euch mal diese Milchesche an. Sind die milchig gefärbt, Alter? Aber die ist schon mal gar nicht so klein. Schöner Fisch, oder? Wirklich schön. Guckt sie euch mal an, ey. Die sind wirklich echt bezaubernd. Guck mal diese riesen Flossen an, ey. Ich glaube, die hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, wenn du mich fragst. Schöner Fisch. Ah, richtig schöner Fisch hier eingestiegen. Wirklich schöne Esche. Das hat direkt genommen nach dem Aufkommen. Richtig, richtig krass. Gerade abgesenkt den Wurf und weg ist sie. Tschüssi. Leute, ich war gerade im Auto, hab mir was zu snacken geholt. Da ist Maxlein. Max hatte gerade einen richtig großen Fisch drauf. Ich bin gerade gesprintet, 20 Meter. Dann ist er leider abgegangen. Er hat eine! Okay, vorher warst du eine. Anfang 40er? Jetzt ist es nur Anfang 14er. Oh. Was hast du denn drauf, dass du gerade so effektiv bist? Oh Gott. Einen weiß ich nicht mehr. Das aber fressen sie. Fisch ist am Start. Auf jeden Fall. War das vorher der erste große drauf? Nee, schon der zweite, der mir ausgestiegen ist. Aber du hast noch keinen großen? Ach, die war 45 plus, Alter.
Ah. Da ist richtig in die Bremse gegangen. Ah. Ach, ist das blöd. Den hätte ich dir gegönnt. Ja, ich mir auch. Ich war gerade im Auto, weil mein Dame kalt war. Und komm her, mach zwei, drei Würfel. Halt. Die Axt hat mir gesagt, wo die großen Fische stehen. Und da ist sie. Ein richtig, richtig, richtig. Alter, das ist jetzt aber mal ein gescheites Männchen, ey. Schöne Esche. Schöne, geile Punkte auch. Leute, ey. Boah, guck mal den Unterschied Männchen-Weibchen an. Da muss man schon sagen, man first bei der Fischart. Okay, Leute. Hab sie grad. Outtakes! Miete des Angels, Leute. Da steht einfach eine Esche. Ich weiß nicht, ob ihr sie sehen könnt ohne Pulsfilter. Wir können einfach so machen. Doch, ich glaube, man sieht sie. So New Olympic Style. Abtreiben lassen. Und dann beißt sie trotzdem nicht. Aber sie steht einfach direkt vor uns. Ey, ich finde Eschen sind so doof. Das finde ich überhaupt nicht zu Fliegenfischen zu tun. Hier so an dem Einlauf zu stehen, was die einzige klare Stelle ist. Und zu warten, bis hier Eschen beißen. Wir hatten gerade auch schon wieder drei dran und alle verloren. Vielleicht muss man doch Elite sein. Aber es ist, einfach, es ist so eine langweilige Angelei. Und dann macht jemand zup, dann haust du an und dann hängt sie. Ey, es ist wirklich. Man könnte es natürlich, wie viele Fliegenfische hier in so einem See, mit absolut Elite darstellen, mit schönen G-Rolls vom Werfen und alles. Aber die Realität ist, man legt die Fliege hier rein, hebt hoch, wartet bis es zuckt. Da war die erste Kleine dran. Leute, seht ihr diesen Typen da hinten, ne? So ein alter Typ, der einfach sich so einen Stuhl genommen hat, sich an einen so einen Einlauf setzt und die ganze Zeit mit der Fliegenhütte genau das macht, was wir gerade so parodiert haben, dass es so elitär ist, man sich einfach nur hinsetzen kann. Das sollten wir auch machen. Das sollten wir. Morgen nehmen wir zwei Sessel aus dem Hotel mit. So, ein paar Klappstühle. Schon geil. Sonnenliegen oder so. Okay, Maxline. Ich habe immer recht, muss man wirklich mal zugeben. Aber die Taktik, nicht sich die Fische, die man sieht, fünf Stunden lang anzuwerfen, sondern Spot zu wechseln. Und dann neue Fische zu suchen, die einfach Bock haben, die ist heute deutlich effektiver. Das scheint so zu sein. Die sehen irgendwie alle sehr ähnlich aus. Da ist sie leider. Ist eigentlich ein bisschen wie Ränkenangeln im flachen Wasser. Ist die gut? Boah. Bisschen Kescher? Ja. Ach, den hast du gar nicht. Nein. Jetzt haben wir den 40er, oder? Doch. Ich glaube nicht. Die wird gemessen. Wenn ich sie einschneide und langziehe, die hat jetzt die erste 40er. Mann, ey. Okay, du sagst sie jetzt nicht. Ich glaube, sie ist ein 39,5er. Okay, ich sag's jetzt genau 40. Wie wird sie? Leute, wisst ihr, wie selten wir eigentlich Fische messen? Ist echt komisch. Oh, ist wieder eine ganz knappe Kiste. Warte, mal ruhig halten, mal sehen. Aber ich glaube, sie hat's. Naja, also vorne ist es nicht dran. Okay, jetzt. Nee, jetzt nicht ist vorne? So. Jetzt ist vorne, sagst du? So, ist es vorne dran. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein! Das ist wirklich keine. Das ist wieder eine 39er. Okay, ist mir egal. Zahlen sind wurscht. Schöne 39er. Hier guckt es euch nochmal an, Leute. Sieht genauso aus wie die anderen alle heute auch. Aber sind schon echt schöne Fische, ey. Muss man schon echt mal sagen. Schon echt zappelig. Tolle Fische. Vor allem große Schwanzflossen, so gelb. Das finde ich echt schön. Ich habe gemischte Gefühle, Leute. Okay, was ist die Story jetzt? Wo ist die riesig? Da, wo ist der Kescher? Okay, hol schnell den Kescher. Okay, Leute, wir haben eine richtig große Esche dran. Und auf der einen Seite bin ich mega hyped, auf der anderen Seite. Max hat sie hier hingestellt, hat gesagt, hier ist eine große Esche. Hat gesagt, ich soll kommen. Ich komme, wir machen zwei, drei Würfe und dann hängt sie, Alter. Aber sie hängt beim Falschen, ey. Die hat eigentlich absolut Max verdient, ey. Was schätzt du die? 46. Wie gesagt, gesagt 45 bis 46. Wo kommt die nicht her? Okay. Das ist eine richtig große Esche, Alter. So viel? Definitiv nicht. Okay, Leute. Das ist der größte Fisch von heute bis jetzt. Wir haben ja noch, glaube ich, nicht mal Halbzeit.
Das Problem ist bloß, den hätte Max echt deutlich mehr verdient, ey. Ihr müsst wissen, Max hat vorher so eine richtig große richtig große Esche abgerissen. Und jetzt hat er einen guten Spot. Oh, und das ist eigentlich echt Max-Fisch. Also, Karma-Funke hast du gesammelt. Ich glaube, du kriegst den Puffi heute. Ich zeig's euch mal, Leute. Schon echt krasser Fisch, oder? Schon echt nicht schlecht. Bitte nicht, bitte nicht. Das war das Karma. Uiuiui. Und dann auch noch den großen Fisch verloren. Also das war schon eine echte Bumsaktion. Das will ich nicht anders sagen. Aber der Junge hier, der ist richtig heiß. Der steht richtig im Eschenschwarm gerade drin. Und die Eschen fangen gerade sogar, es ist richtig tolles Wetter gerade geworden, die Eschen fangen gerade sogar an zu steigen. Also, mal wieder angesagt Hochwasser auf den Karten noch was. Wir kommen an Hochwasser. Alle Angler hauen ab. Wir bleiben da. Sonne wird wieder, also Wetter wird wieder gut. Die Fische beißen. Immer durchbeißen, Leute. Also Leute, ich habe gerade hier ein bisschen Drohne geflogen, ein bisschen B-Roll gefilmt, was man echt nur mal sagen muss. Ich weiß nicht, ob ihr, ich weiß nicht, wie die Videos in welcher Reihenfolge rauskommen, aber falls ihr schon das Traunvideo von mir und Manu gesehen habt, da sagen wir am Ende, wir suchen immer so die besten Gewässer. Und ich muss sagen hier, ich kenne jetzt eins von, glaube ich, 20 oder so Bräurup-Gewässern, also von dem Hotel, wo wir die nächsten zwei Tage noch sind. Und ich muss sagen, das hier ist auf jeden Fall schon mal toll. Wie viele große Eschen hier stehen, ist einfach krass. Colin! Das ist wieder eine kleine. Wieder eine riesen Esche hat er gesagt. Gucken wir mal, wie groß sie ist. Die verlieren wir jetzt nicht, Max. Guter. Haben Sie das verstanden? Checker! Max hat vorher gesagt, er hat noch nichts fürs Produkt gemacht. Richtig. Jetzt hat er was fürs Produkt gemacht. Ich habe was fürs Produkt gemacht. Gut so. Das größere Ehemann ist schon wieder verloren. Der Plan ist jetzt, wir haben noch etwa 2 Stunden Zeit, dass wir noch einmal die Einläufe zurückfischen. In den Einläufen ist halt einfach dieses klare, herrliche Wasser und da stehen auch die Eschen gerade gut dran. Und danach wollen wir nochmal auf dieser Seite, da hinten, wo Colin gerade langläuft, da ist es nämlich ein bisschen klarer, nochmal versuchen, eine Trockenfliege zu fangen. Ich konnte vorhin auch meine allererste Esche fangen mit der Trockenfliege. Das war richtig cool. Und nicht nur das ist der Plan, sondern ich muss immer noch meine PP-Esche fangen. Das wird jetzt mal langsam Zeit. Leute, ich glaube, ich habe eine Forelle. Oder eine richtig große Esche. Oder eine richtig große Esche. Ich habe nicht gesehen, was ich drauf mache. Da ist ein bisschen tiefer. Aber eine Esche, also selbst die Wien-Esche, vorher, die ist ja hochgekommen. Das wird eine Forelle sein, ja. Mega. Nee, das, wenn das eine Esche ist. Das ist eine Esche. Als ob. Das ist eine Greiling. Alter. Ah, Leute, ey. Ich muss sagen, hier ist Finkausee, ne? Finkausee produziert Fisch. Muss echt auch sagen. Viele Eschen und auch echt gute, Alter. Muss auch nicht der beste Angler sein, um hier die Fische zu fangen. Alter! Junge, wie viel Power hat diese Esche, Alter? Wahnsinn! Echt lustig, ne? Das ist so die gleiche Fische, die gleiche Größe, die gleiche Größe. Und trotzdem, wir haben schon ganz unterschiedliche Drillpferden. Ich bin ja normal der Ansicht immer, und das hat sie auch tausendmal schon bestätigt, dass Eschen nicht so krass drillen. Alter, guck mal, was da schon große noch steht. Wow! Da vorne steht sie. Sieht man sogar auf der Kamera, glaube ich. Digga, was soll das denn jetzt? Also Colin, ich bin gerade von da rüber gekommen, um zu keschern. Ich glaube, ich hätte da drüben stehen bleiben sollen. Krass, Leute. Wir haben einen richtig alten Warrior gefangen. Es war keine Forelle. Das war eine richtig große Esche. Ungefähr so groß wie die Max gewidmete Esche von vorher. Guckt sie euch mal an. Die ist schon richtig uralt. Hier, ich zeig's euch mal. So richtig wie so ein alter T-Rex erinnert mich das so. Abgeflatterte Fahne. Sieht auch aus wie so eine Geisteresche. Schon spannend, ey. Krasser Fisch, oder? Und ist schon echt groß, ne? Bei der müssen wir nicht mehr messen, ob es ein 40er ist. Schon geil. Das stimmt wohl. Okay. Bitte langsam drin, Max. Es ist kein Hecht, nochmal zur Erinnerung. Vielleicht ist es auch ein Hecht, das kann immer sein. Nein, es ist eine sehr große Esche. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt noch. Boah! Boah! Da ging's runter, Leute. Okay, Max, wo ist sie? Jawoll! Ich hab eine gelandet! Eine 40er.
Sag, das ist eine 40er. Oh, das ist ein 35er. Wir messen es. Eine 38er. Aber ich glaube, es ist dein PB, oder? Könnte schon sein, ja. Geil. Dafür setze ich sogar mal meine Kapuze beim Regen ab. Max hat eine Esche. Ich hab eine Esche und das ist jetzt mal... Die zählt überhaupt nicht, wenn jetzt nicht das Maßband sofort rauskommt. Wir müssen wissen, ob sie 40 hat. Stimmt. Ich zeig sie erstmal ganz kurz. Boah, ist die zappelig. Boah. Sie hängt noch, deshalb habe ich sie noch nicht abgehakt. Digga, das ist doch nicht mehr feierlich mit dem Typen. Da ist sie. Hat eine schöne. Eine herrliche Esche. Eine richtig schöne. Hat sie 40? Das sehen wir jetzt gleich. Schöne Esche. Hat sie 40? Hat sie 40? Hat sie 40? Was ist deine eigene Einschätzung? Nein. Ich sag, sie ist ein 39er. Ich sag, sie ist eine richtige 40er. Das kann nicht sein. Das ist nicht mal eine 39er. Nee, das ist eine 38,5er. Das ist eine 38er. Die wievielte? Die vierte? Die vierte. Der Max von Eschen BW liegt bei 38 zum vierten Mal. Eine 38er, Leute. Aber 0,5. Also ich muss jetzt ja mal wirklich sagen, ich bin leider ein Mensch, der ist ziemlich launisch. Also die Laune hängt stark vom nicht unbedingt vom Fischfang ab, aber wenn der andere halt besser fängt, dann steigere ich mich selbst in mein eigenes Angeln immer so rein. Deshalb habe ich auch gerade eben bei den anderen Fischen auch einfach gesagt, nein, Kamera weg, ich brauche jetzt mal eine bessere. Jetzt habe ich sie auch endlich mal gelandet bekommen. Danke dafür. Ich habe sie sogar mehrmals gelandet. Du hast sie sogar mehrmals gelandet, richtig. Ach Leute, aber der Regen ist wieder da, wir sind jetzt wieder alleine an unserem riesigen Private Finkausee. Und wir haben noch eine Stunde Zeit und machen uns also das ein bisschen Spaß. Man kann ja mal ganz kurz sagen, das Gewässer ist ziemlich geisteskrank. Ja. So viele Eschen habe ich noch nie gesehen. Noch nie gefangen, also, aber auch wie viel wir sehen. Ja, sehen, eben sehen, Alter. Die Strömungskante ist alles voll. Teilweise ein Meter vor den Füßen so steht sie da, die 40er. Ja. Ich habe echt heute schon so viele Fische gestimmt, schon geil. Hat was. Was haben wir jetzt vor? Jetzt fischen wir noch einmal den Einlauf, in dem die richtig große kam. Und dann fischen wir noch mal, versuchen wir ein bisschen dry zu fischen, je nachdem wie stark der Regen ist. Und versuchen das noch mal zu vervollständigen, das Ganze. Wo sieht's aus? Ja, ist 38. Ja, fängst ja auch du. Wahnsinnsfisch. Boah, die sind so geil. Die ist richtig groß. Aber die hast du auf Sicht gefangen. Das war gerade schon ziemlich geil. Oh, da ist eine große und in dem Moment hing sie auch schon dran. Boah, ist das ein Kofferfisch. Olle, das ist die größte heute, oder? Alter. Boah. Leute. Hammerfisch. Alter, das ist die größte. Ehrlos, warum lässt sie sich so geil präsentieren? Weil, guckt's an, ist ein Mensch. Spaß. Spaß, Leute. Boah. Versteht ein bisschen Spaß. Ist das ein krasser Fisch. Hast du sie noch? Boah. Was machst du denn, Alter? Wir haben jetzt was vor, Leute. Wir haben jetzt schon beide richtig viele Eschen gefangen. Und was werden wir jetzt machen? Ist jetzt hier. Zeige ich euch mal, ganz kleine schwarze Trockenfliegen drauf gemacht. Max, glaube ich, fischt ein Ameisenimitat. Ich so eine kleine Adams in schwarz. Wenn wir ganz viele schwarze Fliegen sehen und die Angeln haben auch gesagt, wir sollen schwarz fischen. Und das Problem ist aber, unsere Tackleboxen sind so nass, dass wir jetzt erstmal die trocken machen müssen. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber es gibt so geiles Pulver. Machen die Fliege rein, dann wird geschüttelt. Shake it, shake it. Dann sieht die Fliege erstmal komplett zerstört und weiß aus. Dann macht man eine Pusten. Jetzt ist sie trocken. Dann noch am besten einfetten. Und dann kriegen wir jetzt einen richtig geilen Salzlake, oder? So machen wir das. Alter, guckt euch diese Stiege an. Ich bin salz. Ich würde sagen, ich mache den ersten Wurf. Nee. Das wird geschnuckt. Okay, ich nehme Schere. Schnick, schnack, schnuck. Fuck. Nicht gut. Diese nicht gut. Okay. Mach bitte schnell, mach bitte richtig, mach bitte God Save the Queen und so weiter, damit ich schnell angeln kann. Okay. Sagt er zu mir, schmeiß die Fliege doch rein, damit die Fische steigen. Die sind alles voll und er fängt schon wieder keinen Fisch, ey. Colin. Da ist er. Da ist er. Der Wurf war zu kurz. Ja, warte. Warte 2 Jahre, dann ist er da. Ja, anhauen vielleicht. Das war nicht die Fliege. Natürlich! Das war natürlich! Ich hab's doch sogar. Ich hab Videobeweis. Das war nicht die Fliege. Das war sowas von die Fliege. Alter Leute, alles voll mit schwarzen Kleidern. Krass, oder? Du hast den Aspekt von Rifle Take Film noch nicht verstanden. Wieso? Ja, weil man die Fliege nicht sieht. Warte, sehe ich sie jetzt. Doch, sehe ich noch. Ich hab's drauf. Olle, war das ein Biss. Das war eine Forelle. Ich hab's so geil drauf. Der
Der Biss war voll krass. Ich beschwere mich nie wieder in meinem Leben. Ja, es ist auch eine Esche, safe. Safe eine große Esche. Ach nee, ist eine kleine Esche. Es ist wirklich eine kleine Esche. Geiler Take, oder? Extrem krasser Take für die Esche. Alter, was war das für ein Take von dieser Esche? Schon geil. Übrigens, ich habe jetzt mein Vorfach wieder geändert. Ich fische jetzt nicht mehr schöne 2,60 Meter, 2,70 Meter, dann fische wieder 3,80 Meter. Das ist wieder ganz voll handig bei Hand. Ah, die ist ja gar nicht so klein, ne? Nein, die ist nicht so klein. Und vor allem dick. 30 cm in den Griff. Na, guckt euch mal an, wie die Drive da richtig schön im Maulwinkel sitzt. Perfekt, würde ich sagen. Perfect Hookset. Sehr, sehr geil. So, Colin gerät langsam unter Druck, weil ich rumnörgel. Das ist echt ein Unsympath von Feinstein. Ja, wollt schon erst nicht einsehen, dass eine Fliege doof ist. Weil sie Biss produziert hat. Wow, ein Biss produziert. Mit der anderen Fliege hast du sofort viel mehr Resonanz. Ich würde mir noch mehr Schnur rauslegen. Das ist sinnhaft, wenn der Fisch 3 Meter vor dir steigt. Okay, bist du voll drauf? Klar. Hast du... Also dafür kann ich jetzt aber auch nichts mehr. Der wollte nur gerade. Ja. Wir können schon eine Fee-Biss-Compilation machen, Alter. Was ist denn mit Colin Nerke los? Ja. War das meine? Ja. Ja, es war sowas von deine Fliege. Ja. Ja. Was gibst du mir auch für Scheißhaken? Also ich glaube, teilweise ist es wirklich, dass sie zurückschrecken. Boah, die war groß. Ich glaube, teilweise ist es wirklich, dass sie zurückschrecken, aber also manches weiß ich nicht, was du da machst. War die groß, Alter. Colin, die war richtig groß, Mann. Boah, war das geil zu sehen gerade. Sie kommt. Boah, ist die groß. Oh, ist die groß. Die ist riesig. Alter. Colin, darf ich echt mal angeln, Alter. Das wäre jetzt genau mein Fisch. Letzter Wurf, okay? Das wäre jetzt genau mein Fisch. Ja, dann mach ihn doch. Du Egoist, Alter. Ja, pass auf. Das war ein Essensbaby auf Trockenfliege, Alter. Alter, guck da rein. Leute, wir sind am Parkplatz. Als wir angekommen sind, waren hier alle Parkplätze belegt. Und mittlerweile jetzt sind wir last but not least. Wir müssen jetzt noch, glaube ich, eine Dreiviertelstunde müssen jetzt noch Serventinen fahren, die vor mir so gut getan haben. Und jetzt haben wir, glaube ich, richtig gutes Essen. Also ich habe, man ich hoffe, glaube ich, dass das ziemlich gut ist. Wir haben einfach gar nichts gegessen heute den gesamten Tag und wir haben auch unser Frühstück eigentlich sausen lassen. So sieht's aus. Deswegen? Ich würde trotzdem gerne noch weiter angeln. Ich würde gerne so ein richtig fettes Steak haben. So, also der Tag war ja schon super. Ich finde den Abend, der ist noch mal ein bisschen besser. Sieht gut aus, oder? Das sieht wirklich gut aus. Sag mal eins, kann man uns auch nicht beschweren. Nö. Auf jeden Fall, das war doch gelungen. Und morgen geht's weiter, in Teil 2 wahrscheinlich. Wenn das Bio vom Reichen ist, ist nicht gelungen. Aber wir haben auf jeden Fall noch viel vor. Schönen Abend. War das Essen gut? Das Essen war richtig gut. Ich bin so müde, Max. Ja, müde bin ich in der Tat auch. Es war ein langer Tag, aber jetzt ein schönes Essen gehabt. Jetzt ist man auch wieder so richtig schön runtergefahren. Jetzt gibt's noch eine schöne. Ich schlafe am Fenster. Du schläfst am Fenster? Ich schlafe am Fenster. Du schläfst am Fenster. Kann ich mitleben. Bis morgen, oder? Was ist morgen der Plan? Morgen ist der Plan. PB-Esche und Saiblinge gibt's wohl in dem Gewässer, was wir morgen anfischen wollen. Gab's da Forellen auch? Muss? Dann gibt's vielleicht auch noch Bachforellen. Mal schauen, das werdet ihr bald sehen. Bestimmt. Tschüss. True.